Hallo liebe Zuschauer, ja, wir sind schon wieder unterwegs, wir hatten gerade ein Frühstück hier an der Raststätte. Eigentlich hatte ich euch ja versprochen, dass wir noch zur Walking Street gehen in Krabi. Wie war das Wetter? Ja, es hat leider nur geregnet. Es hat nur geregnet, aber so richtig. Und da haben wir dann auch gedacht, da lässt sich auch kein Teil blicken. Da bleiben wir zu Hause. Haben wir ja auch gemacht. Ich habe gestern Abend dann noch Filme geschnitten. Und ja, Resümee, wie wir nach hier gekommen sind. Schönes Wetter. Ich blende hier nochmal eine Filmaufnahme ein mit der Drohne. Das war richtig schön, zwischen den großen Kalksandbergen zu fliegen. Unsere Unterkunft war auch gut. Was sagst du dazu? Das war richtig klasse. Ich denke, hat man gesehen. Also ich war sehr gut zufrieden. Was haben wir bezahlt? 790? 790 Baht pro Übernachtung, pro Bungalow. Ja. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Was über 4 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Das sind aber auch die 1,5 Stunden. Fähre sind dabei. Ja, wie fandst du denn jetzt mit einem YouTuber zusammen zu sein? Du sagtest mir schon, das ist ein bisschen anders als mit normalen Menschen. Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar, weil, also erstmal, was mir natürlich riesig Spaß gemacht hat, ist, man kommt natürlich viel mehr rum, ne? Und ich sag mal, ja, der Grund eines Aufenthaltes, also ist, du fährst natürlich oder du gehst an Stellen ran, wo ich so als normaler Urlauber wahrscheinlich gar nicht so unbedingt hingehen würde, weil du ja, du möchtest Dinge filmen, aufnehmen, den Zuschauern das zeigen, so wie es dann real auch tatsächlich ist, ne? Und man kommt einfach ja, viel mehr rum. Und was natürlich auch schön ist, ich glaube, das hast du auch festgestellt, ja, man kommt sehr schnell mit Leuten in Kontakt. Also die Thailänder sind da doch sehr positiv eingestellt. Man hat es ja gesehen an dem einen Video, ne? Der Mann, der die Wartung an dem Motor da durchgeführt hat. Ne, und dann haben wir auch noch eine andere Begegnung am Strand, die sind da ja eher offen, ne, und das macht einfach Spaß. Ja. Also was ich hier immer feststelle, wenn ich mit der Drohne unterwegs bin, man wird sofort freundlich empfangen. Also hier ist nicht, dass man denkt, hier der will was spionieren oder sonst was. Nein, da sind die wie, ich will nicht sagen wie kleine Kinder, das ist vielleicht negativ gemeint. Nein, die sind freudig, dass man die Aufmerksamkeit von denen gerne erwecken möchte, weil man die ja filmt. Man fragt natürlich vorher oder nachher, macht das meistens nachher, damit also der Moment auch noch festgehalten wird, der Spontanität. Also die Thais, die lieben es, wenn man gefilmt, oh ja, wenn die gefilmt werden. Ja. Macht das Leben also hier als YouTuber auch leichter. Ich glaube nur, dass der Günther jetzt mal mitbekommen hat, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wenn Günther sich hingelegt hat zum Ausruhen, durfte Florenz erstmal Datensicherung machen, Batterien mussten geladen werden. Ich habe ja angefangen, auch schon den Film zu schneiden, den ersten Teil. Damit ich also jetzt am Donnerstag wieder einen neuen Film drin habe. Ja, und hier ein kostenloser Service von mir und YouTube. Wenn ihr weiterhin meine Filme sehen wollt, dann klickt das Abo an, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich einen neuen Film reingestellt habe, und bringt den Daumen nach oben. Und am Ende des Films, da sind noch weitere Filme. Okay, bis dann, tschüss! Ja, mit den Bildern ist ja nichts Großartiges zu sehen. Hier im Auto, glaube ich, können wir uns verabschieden. Und wir sehen uns bei der nächsten Tour, ob es jetzt wirklich Phuket wird. Das sieht schlecht aus. Ihr habt vielleicht auch die Nachrichten gesehen. Die haben ja sehr schlechtes Wetter gehabt und sind schon knietief im Wasser. Auch wieder Katastrophenalarm da, ist da ausgerufen worden. Das weiß ich nicht, ob ich denn mit Anna nach Phuket fahre. Das steht also jetzt noch in Sternen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.